okay. Hagen, zu deiner Information, ich nehme das gerade hier auf, also sag nichts, was du nicht sagen solltest. Zählst du Vega als eine hässliche Kackratze dazu, oder? Nein, das darfst du sagen, weil dieser Vega, der ist nämlich die ganze Zeit hier gerade am Fäden. Ich nehme gerade einfach nur auf, um den in Action zu sehen, ja? Einfach nur, um es auf YouTube zu stellen und dann hier, Rito, dann siehst du mal, was manchmal für Arschlöcher in den Spielen drin sind. Right, ja, dann könnt ihr das mal sehen. Guck, er läuft jetzt auf die zu und... Was? Und er läuft auf unserer... Ja. Wow. Der den TF hat er 3-0 gefeedet, die Jinx 1-0. Ist halt, ehrlich gesagt, nicht so cool. Sowas ist halt traurig. Jetzt geht der Top zum Feeden. Allerdings vollkommen ohne Grund. Ja. Das ist halt. Sowas verdirbt einen einfach richtig den Spielspaß. Und Leute, die ich auch nicht warte. Ja. Wenn jemand halt einfach nur verliert, weil der andere besser ist, okay, aber. Er feedet halt jetzt einfach weiter. Das ist traurig. Boah, jetzt scheint er ein bisschen serious zu spielen. Aber der TF ist Level 6. Sowas ist einfach nur traurig. Vor allem, weil ich jetzt scheiße finde, dass der TF ihn halt einfach noch weiter verkühlt. Oder versucht ihn weiter zu füllen. Ich denke, das reicht aufs Aufnahme, also ich denke, dass das Spiel verloren ist, braucht man sich nichts vorzumachen, aber also schade, dass sich solche Leute in LoL rumtummeln, ne? Bis zum nächsten Video. Okay, also ich nehme nochmal Aufhaken, okay? Also, es ist dasselbe Spiel wie vorhin, nur wir haben gewonnen. Hier nochmal die Stats. Jo. Ja, der Gegner ist der TF war mega schlecht und der einzig Gute aus dem gegnerischen Team war der Malphite. Ja. Der auch, glaube ich, nur einmal dann gestorben ist oder so. Mhm. Ja, natürlich, GG. What the fuck, Alter, wir haben das Spiel noch gewonnen. Hey, und Leute, das ist jetzt kein Scherz, wir haben das Spiel gewonnen. Ja, also, krass, Mann. What the fuck. Guckt euch an, das gleiche Spiel, die gleichen Namen. Ja. Den 1.14 Malphite. Ist auch kein Fake oder so. Das ist Vega fühlt sich jetzt toll, nur weil die ja. Gegner nicht so toll waren. So things happens in Pro. Und er einen ziemlichen No-Skill-Champ spielt. Ja. So, also ich... Also tschüss, ich kann sein, dass ich nochmal die Statistik hinten ranhänge. Hier ist die Statistik und hier, man kann auch mal sehen, wie der Vega hier gefeedet hat. Der Execute am Anfang, den er gemacht hat, der ist leider nicht dabei. Aber, na gut, finde ich ehrlich gesagt.
cool, dass sie das Spiel gewonnen haben. Vega habe ich jetzt aber zum reportet, weil sowas geht einfach nicht, wenn du halt einfach absichtlich feedest. Das war nichts. Es war einfach nichts. Okay, ich check nicht warum, aber passiert einfach im Browser, ja? Also, bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön fürs Anschauen. Tschüss.